Hallo zusammen. Ja. Ah, herrlich. Herrlich. Hallo zusammen, ich bin's wieder, Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und der hier bei mir ist, den kennen sicherlich einige. Ja, wir reden von dir. Und was der so zu berichten hat und wie wir zusammenkommen, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß. Ja. Hi. Focker. Hi. Das ist, wer ihn noch nicht kennt, das ist der Fock Mocker vom YouTube-Kanal Fock Mocker, mit, nur echt mit 4C. Ja. Du bist in nach Berlin gekommen. Hast deinen Hund mitgebracht? Sitz. Und mich würde mal interessieren, wir haben ja heute E-Mobility Parade hier in Berlin, organisiert von Robin TV. Und du bist mit deiner Frau hierher gekommen. Warum macht man sowas? Also warum fährt man für einen Tag von der Oberpfalz nach Berlin? Erstens mal, weil ich dir gezeigt habe, wie man fokussiert das auf dem iPhone. Nee. Warum macht man sowas? Und damit ich dir den Honig geben könnte. Genau, echt Berliner Honig, das zeige ich dann in meinem Video, wenn ich ihn esse. Ja, warum macht man sowas? Ich mache sowas, weil es einfach Spaß macht. Es hat für mich natürlich auch einen Gedanken, dass man in dem Fall eine E-Mobilität, so wie es wir auch präsentieren oder repräsentieren, natürlich weiterbringt. Sollte der Ton schlechter sein durch den Wind, das ist die Berliner Luft. Die auch, ja. Die auch. Und es sind knappe 450 Kilometer gewesen. Ich habe es natürlich mit unserem neuen Auto ausprobiert. Da hätte ich es geschafft, ohne nachzuladen. Das wollte ich natürlich auch mal probieren. Dann wollte ich sowieso mal wieder nach Berlin, weil Verwandtschaft da ist, die wir jetzt nicht gesehen haben. Aber, weil er sich mit mir getroffen hat. Genau. Auch perfekt. Und das, was uns halt wirklich gefällt, ist, dass unglaublich viele Leute sowas mitmachen. So ein Schmarren, weil man braucht es ja eigentlich nicht. Aber warum gibt es ein Treffen? Es gibt Motorradtreffen, es gibt GTI-Treffen. Weil man halt einfach das gleiche Hobby hat und die gleiche Einstellung hat. Sich verstanden fühlt. Genau. Und das ist eigentlich so, wie eine Familie ist mittlerweile schon. Wir kennen ja eigentlich sehr viele schon. Und das, man will sich natürlich mal wieder treffen und man will Berlin zeigen und damit nicht bloß Berlin, sondern ich sag mal ganz Deutschland zeigen, wie leise es sein kann, wenn 300 Fahrzeuge hintereinander durch die Stadt fahren. Angemeldet sind sogar 500. 500? Letztes Jahr waren es 300, glaube ich. Letztes Jahr waren 300, stark, genau. 500. Und wenn man nicht hupt, werden die meisten Leute gar nicht wissen, was los ist, weil die uns nicht also, hören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, die wenigsten hupen, ne? Weil wir hatten letztes Jahr auch das ein bisschen Problem, mal haben welche gehupt und sowas. Aber wenn die Leute nicht hupen und du fährst mit offenen Fenster, dann hörst du halt sogar, was die Leute am Straßenrand erzählen. Ja. Und das ist halt echt mega geil. Ja, also das stimmt. Das ist das, ich meine, ich bin Berliner, ich habe 500 Meter hier bis zum Startpunkt, da ist gar keine Frage, dass ich dabei bin. Hat mich aber einfach mal interessiert, warum man aus der Oberpfalz hierher kommt. So, jetzt würde mich aber mal interessieren, wie ist denn deine... Wie erlebst du denn die Elektromobilität jetzt mal so auf Langstrecke oder auch hier in Berlin im Vergleich zu deiner Heimat, die ja doch eher ländlich geprägt ist? Ja, also ich komme ja aus einem Dorf, das sind 300 Leute, nicht ganz 300, haben aber vier Ladesäulen mit je zwei Laden. Das ist ja bei der Einwohnerdichte auf jeden Fall schon mal... Wir sind voran, also ja, wirklich. Ja. Wir haben auch in der Stadt daneben, das ist Neumarkt, da gibt es ein Video, habe ich auch schon gemacht, da gibt es Parkhäuser mit kostenlosen Lademöglichkeiten, 13 Stück zum Beispiel, das ist für so eine verhältnismäßig kleine Stadt viel, in der Innenstadt gibt es jede Menge. Wenn da nicht wieder E3s stehen, die da... Oder Verbrenner, wenn die wieder mal einkaufen wollen. Auch in der Stadt gibt es jede Menge Lademöglichkeiten und das ist in Berlin natürlich nochmal ein bisschen ausgeprägter, ist klar, weil einfach die Größe da ist. Ich will das nicht einmal so differenziert. Es gibt schon sehr viele Parallelen und so ein großer Unterschied ist eigentlich gar nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so drei Städte nebeneinander hast und die in der Mitte, die gehen voran und die rechts und links davon, die sagen so, gehen wir weg damit, ist ja auch egal. Aber wenn du die Stadt, die vorangeht, nimmst,
und mal so ein bisschen so in den Bekanntenkreis rum ist, wird das denn wirklich aktiv wahrgenommen von den Leuten dort oder wird's eher, ist es eher so, es läuft so nebenher und Also die nicht E-Mobil unterwegs sind, die kriegen das gar nicht mit. die kriegen es gar nicht mit. Nee, es ist ein interessanter Spätzel von mir, hatte mich letztens gefragt, er will ein neues Auto jetzt nächstes Jahr und er hätte sich eventuell einen Hybriden gekauft von Opel. Weil mit E kann er noch nichts richtig anfangen, weil die Ladeinfrastruktur halt noch gar nicht da ist. Er hat auf jeden Fall noch keine E-Säule gesehen. Na ja, klar, wenn man nicht aufpasst, sieht man das nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt geh mal die nächsten 4 Wochen oder sowas rum und schau mal, wo du was siehst. Und der bin ich mir absolut sicher, dass er kommt und sagt, wir haben richtig viel, weil er halt dann aufpasst, ne? Ich sage aber auch immer, wenn du es nicht weißt, ne, so ein Triple-Schnelllader an der Autobahn, der sieht halt auch so ein bisschen aus wie so ein Staubsauger, ne? Also könnte wie so ein Staubsauger an der Tankstelle sein, hast du drei verschiedene Rüssel, je nach wie groß die Ritze ist, wo du drin saugen möchtest, wahrscheinlich. Aber wenn du dich damit nicht befasst, dann woher sollst du es wissen, ne? Nö, da sieht man vielleicht mal, dass ein Auto wirklich dann dort steckt, dann, ja, das registriert man vielleicht so nebenbei, aber so richtig so 100%, weil das Jetzt betrifft einen ja nicht. schleppen sie tatsächlich gerade ab, siehst du? Wir sind hier am Ernst-Reuter-Platz und noch ist die E-Mobility Parade nicht gestartet und der Treffpunkt ist ja hier der Parkplatz am Ernst-Reuter-Platz und da standen noch einige Verbrenner trotz Halteverbotsschilder, um ganz kurz erklären. Und wir haben noch gerätselt, die Polizei kam schon, ist durchgegangen und sowas. Wir haben gerätselt, ob die nur Tickets kriegen oder ob die abschleppen. Jetzt scheinen hier wirklich ein, zwei Abschlepper gerade gekommen zu sein und die scheinen jetzt hier Krass. gerade tatsächlich frei zu machen. Krass. Was Also flasht dich jetzt, oder? das flasht mich total, weil ganz ehrlich, so viel sind es jetzt nicht, die dastehen, die hätte ich jetzt auch noch stehen lassen. Die hätten Da halt geht auch es mit der jetzt Batterie rausfahren müssen. Aber. sicherlich weniger um die E-Mobilität. Es geht darum, dass es eine angemeldete Demo ist. Die ist ausgeschildert und dann ist die Polizei da rigoros. Ja, okay. Ne? Ja, Muss das man immer stimmt. so sehen. Ja. Sind ja auch Sicherheitsbedenken. Du weißt ja nie, was ist da in dem Auto drin oder sonst irgendetwas. Du wirst eine Demo nicht abhalten, wenn da ein unbekanntes Ding oder was drin steht. Vor allen Dingen, was passiert, wenn so ein Verbrenner zum Brennen anfängt? Was ja in seiner Natur liegt. Es brennen ja nicht bloß E-Autos. Entschuldigung, wir werden ganz sarkastisch. Ja, das Nee, macht aber nichts. nehmen wir zurück. Ich muss sagen, meine Wahrnehmung in Berlin ist, dass auch Leute, die keine Berührungspunkte mit der E-Mobilität haben, diese hier eher wahrnehmen. Das liegt natürlich einerseits an unseren Verkehrsbetrieben, den BVG, die ja teilweise schon mit E-Bussen fahren. Da steht dann so in solch großen Buchstaben oben drauf, ich bin voll geladen oder ich bin weg vom Sprit oder sowas, ne? Also die leben das halt auch offensiv. Wir haben dann Clever Shuttle, also rein elektrisches Ridesharing. Wir haben die Coupe-Roller, die Emmy-Roller, die ja heute auch alle mit dabei sind. Clever Shuttle ist auch mit dabei und die nimmt man halt wahr. Die sind halt beklebt, sind halt beworben, ne? Die nimmst du wahr und irgendwann, da fahren so viele von rum, siehst du halt die E's auf den Kennzeichen. Und dadurch nimmt es einfach jeder viel mehr wahr. Und ich stelle fest, in meinem Bekanntenkreis, je mehr wir solche Dienste haben, je mehr dann noch privat dazukommen und irgendwelche großen Firmen, wie beispielsweise Securitas, die ja hier so verschiedene Objektschutz anfahren und sowas, die fahren alle mit Zoe hier mittlerweile oder größtenteils mit Zoe rum in Berlin. Es wird wahrgenommen. Und die Leute entwickeln eine andere Sicht auf die E-Mobilität. Ich hoffe, das geht weiterhin positiv, ne? Dass es nicht irgendwann umschwenkt, so die scheiß E-Autos, die schleppen meine Karre ab, wenn ich jetzt hier parke. Aber das Da ist. fährt schon einer weg mit dem Auto hinten drauf, krass. Ja. Geht schnell. Was ich zum Beispiel auch finde, E-Mobilität ist ja unsichtbar. Man hört es nicht nur, sondern man sieht es ja auch nicht, weil, wie gesagt, die Ladesäulen werden jetzt nicht so ja, aktiv Sind jetzt keine festgestellt. blinkenden Pfeile oben dran, ne, so Las Ja, Vegas-mäßig, sondern genau. ja, das stimmt. Also Und wir sind besonders leise. die Autos sind ja auch nicht auffällig, außer die i3. So, jetzt wenn du einen fragst, E-Mobilität, kennst du E-Autos, dann kommt erst einmal sowieso Tesla, Ja. weil er vom Namen her kennt. Würde ihn erkennen, wenn er vorbeifährt? Den Tesla? Ja. Wenn einer sich nicht damit beschäftigt, eher nicht. Es könnte auch ein Weniger. A5 sein. Ja. Auch vor Genau. allem, sobald es ein bisschen schummrig ist, auch so Genau. Von von den den Lichtern vorne und so, gell? Tagfahrlichtern oder Genau. sowas, ja. Das einzige Auto, das man wirklich selbst als Laie erkennt, ist der i3. Das stimmt allerdings, ja. Und wenn es jetzt ein Kona ist, ein Soul ist, ein Ioniq ist oder der E-Golf oder sowas, selbst der E am Kennzeichen heißt ja nicht, dass er unbedingt der E-Auto ist. Kann ja ein Hybrid Das auch ist ja sein. auch immer bei mir dann die erste Frage, so erstmal ja klar, wie weit kommst du und sowas. Und dann sagt er, na, was zahlst du so für einen Sprit? Ich sag, wie, was zahle ich für einen Sprit? Naja, du musst ja aber tanken. Ich sag, nee, wie? Ganz ohne Sprit? Gar nicht mehr? Ich sag, ja, das ist ja der Sinn von E-Mobilität.
Also die Ist noch Leute nicht haben, drin. die haben es schon so, also sind schon so auf dem Schritt Hybrid, ne? Aber so, also voll elektrisch, das ist Haben sie so, noch nicht drin, naja, das ja. ist bei Ja, einigen noch nicht so drin. aber das ist nicht schlimm, das kommt noch, weil nicht jeder Meister ist vom Himmel gefallen. Ja, wir auch nicht, wir haben ja auch klein angefangen. Ja, sicherlich. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal die Abschlepper an. Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke, dass ich Danke, dass du dich mit mir auf. abgibst, mit mir unterhältst. Ich hoffe, der Geruch ist nicht so schlimm. Nö. Geht noch, ja? Ist ja noch früh am Tag. Passt, passt wunderbar. Es ist sehr warm hier. Also der Wind Ja. geht zwar ganz ordentlich und es ist ganz angenehm. Aber wir sitzen jetzt auch im Schatten. Also da Ja. vorne in der Sonne, da müsste es ist echt, also. Ja, ist Ja. schon. Aber es ist Jammern auf hohem Niveau, ne? Wir haben diesen Klimawandel gewollt, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir damit zu leben. So, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, und in Deutschland haben wir ja einen ganz großen natürlichen Deich, das sind die Alpen. Also egal von welcher Seite das Wasser kommt, auf der anderen Seite ist trocken. Oder wir sammeln uns dann da einfach da oben und dann Jodeln wir. Das ist ja Bayern. beim ach, nee, ganz auf, ich liebe ab. Hey. Ich denke, du bist Oberpfälzer. Ja, ist ja Bayern. Ja, dafür kannst du ja nichts. Ja, ich kann für die CSU nichts. Aber Bayern Das selber ist auch. geil. Bayern ist geil, die CSU ist wieder eine ganz andere Sache. Aber wir wollen nicht politisch werden, weil sonst wäre ich gesperrt. Genau. Das ist einfach nur Geplänkel. Vielen Dank, Fokker. Was ist ja nicht lieber, Fokker oder Volker? Focker. Selbst Fokker. meine Frau nimmt mich Focker. Wie ist denn Fokker eigentlich entstanden? Also ist es so eine, ist es so eine Dialektsache, dass aus Volker einfach ein Fokker wird, weil man es Nee. einfach so verschluckt, oder? Also, Frogmocker, der Name kommt von der Präastronautik. Tja, jetzt schau da. Präastronautik, kennst du? Nein. Da geht es um die Wissenschaft, dass vor einigen tausend Jahren keine Götter auf der Erde waren, sondern Außerirdische. Und Frogmocker, es wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, da müssten wir jetzt einen Inder fragen, kommt aus Indien, es ist ein Dialekt aus Indien und heißt der lautlose Himmelreisende. Das war Okay. natürlich ein totaler Schmarrn, was ich erzählt habe, weil es ist eigentlich nichts. Eigentlich bedeutet es gar nichts. Das ist einfach bloß so entstanden, weil von Volker ging es irgendwann mal auf Focker und Focker mit Und weil du ein CK bisschen wollte ich mockst, nicht. Und jetzt weißt du, was macht es. Mocken ist in Berlin? Nee. Stinken. Dann ist Wenn der Focker Berliner sagt, perfekt. es mockt, dann Aber nicht mit zwei riecht's. C. Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben dafür keine Grammatik direkt auf. Wir sind an einem Kap vorbeigefahren an der Autobahn, es hat Focker Rodig geheißen. Ja, aber mit Aber CK. falsch geschrieben, mein Gott, die können gar nichts, die Ossis. Ja, es ist halt. Aber wir sind bald, also bald haben wir einen Flughafen. Bald. Ich bin felsenfest davon überzeugt, bald werden wir diesen fertigstellen. Und dann kann man von Stuttgart 21 direkt starten und dann über Berliner Immer, Flughafen. wenn man in Stuttgart in den Transrapid, also wenn sie quasi in dem Flughafen, Eincheckt. riesig. Seid Idioten. Es wird hier nur Blödsinn, Ja, oder? so bin ich. Das ist ein richtiges, seriöses Interview geht überhaupt nicht bei mir. Okay, also vielen Dank dafür, dass du dich mit mir abgegeben hast. Ich denke mal, wir drehen hier so ein bisschen rum und schauen uns die Parade ein bisschen an. Ich wollte euch jetzt auch nicht Mehrwert vermitteln, ne, mit diesem Interview hier. Also, Ist gar nicht möglich. ist sicherlich auch nicht möglich, sondern wir wollten euch einfach nur mal dumm quatschen, Ja, oder? genau. Hauptsächlich ging es aber darum, dass wir einfach mal darüber gesprochen haben, wie es denn die E-Mobilität im ländlichen Raum feststellen können wir. Sie ist unsichtbar, sie ist lautlos, sie wird eigentlich so gar nicht wahrgenommen. Die Ladesäulen werden auch so nicht wahrgenommen, wenn man sich nicht wirklich intensiv damit auseinandersetzt. Ne? Und weil du vorhin gefragt hast, der Unterschied für mich, Verbrenner fahren, E-Auto fahren, ist jetzt mit dem neuen Auto gar nicht mehr da. Für mich gibt es da keinen Unterschied mehr. Vorher mit meinem Soul hast du ja trotzdem alle 150 Kilometer mal schauen müssen. Jetzt mit dem Kona gute 500 Kilometer, so wie ich fahre, in Reichweite auf der Autobahn. Mit Klimaanlage, ich fahre 115. Das ist jetzt nicht so langsam. Klar gibt es Leute, die sagen, das ist zu langsam. Aber ich wäre auf einen Rutsch raufgekommen und haben halt nur nachgeladen, weil wir halt sowieso rausgefahren sind und da war eine Ladesäule, die funktioniert hat und frei war und dementsprechend habe ich dann nachgeladen. Also haben wir uns gestern schon mal unterhalten, diese Ausrede,
es sind mir noch zu wenig Kilometer, gilt seitdem jetzt nicht mehr. Das ist einfach so. Ja, das ist eh Mumpitz. Das ist so, das redet man sich so ein bisschen ein, ne? Aber tatsächlich ist es, also auch mit dem Ioniq, ich merke es immer wieder, ja, natürlich, ich könnte vielleicht noch ein bisschen weiterfahren, aber wenn ich mit der Familie unterwegs bin, weil ich hatte heute erst das Thema bei einer Waschanlage, da hat mich dann gefragt, wie weit kommst du, bla bla bla. Und dann, wenn ich dann in den Urlaub fahre, dann habe ich gefragt, ich sag, na, wie oft fährst du denn in den Urlaub? Einmal, zweimal im Jahr? Ja. Ich sag, naja, und dann, und dafür brauchst du jetzt ein Auto mit 1000 Kilometer Reichweite? Also, ich sag, und Frau und Kind, die schreien sowieso nach einer Stunde, anderthalb. Die kommen in den Kofferraum. Und das Problem ist, E-Auto ist so leise, da hörst du sie trotzdem. Laute Musik. Laut Oh singen. Euer Einsatz. nee, aber ja, also ich habe es in dem Usedom, wie schon gesagt, ich sage, die E-Mobilität ist nicht so fordernd, wie es teilweise der Mensch ist. Da will man mal Pipi, da will man auslaufen, man will sich wieder bewegen oder. Ja, ihr hättet jetzt durchfahren können. Wollten wir aber Sicherlich, nicht. ich war früher schon keiner, der durchgefahren ist. Also auch von Berlin nach Frankfurt habe ich früher schon zwei, drei Pausen gemacht, weil ich mag das nicht, so lange zu sitzen. Also müsste ich mir dann vorher Thrombosestrümpfe kaufen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Schaust aber scharf aus mit Thrombosestrümpfen. Ja, willst du sehen, ne? Es ist so, vorher war die Technik eigentlich das schwächste Glied in der E-Mobilität, jetzt ist der Mensch. Und so soll es eigentlich auch sein. Der Mensch sollte immer das schwächste Glied sein in einer technischen Welt. Er Das muss es war sich nur noch damals, eingestehen. ja genau, das macht er aber nicht. Das war bei den Motorrädern genauso. Früher waren es die Fahrwerke und der Mensch hätte mehr gekonnt. Jetzt mittlerweile mit den neuen Motorrädern ist der Mensch eigentlich grundsätzlich das schwächste Glied. Und was eigentlich gefährlich ist, aber nur so akzeptiert man auch diese Art von Mobilität, wenn man sagt, ich habe eigentlich keine oder Abstriche mehr, nur meine eigene Nupheit. Theoretisch fährt ja keiner mehr als 35 Kilometer, oder im Durchschnitt keiner mehr als 35 Kilometer pro Tag. Sicherlich der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, ne? Und da reichen auch heutige E-Mobile vollkommen aus. Aber, das kannst du jemandem tausendmal erzählen, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, Genau. ne? Also, du kannst den Leuten das tausendmal erzählen. Sie wollen sich keine Gedanken drum machen. Sie wollen sich nicht in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt fühlen, sondern sie wollen sich weiterhin so bewegen. Natürlich muss ein Stück weit ein Paradigmenwechsel stattfinden. Sie müssen sich überlegen, wenn ich jetzt im Supermarkt fahre, kann ich anstecken. Wenn ich jetzt dahin fahre, kann ich anstecken. Sodass immer, so merkt eigentlich immer so zwischen 20 oder 40 und 80% sich bewegen. Ich fahre den seltenst komplett leer Ja, oder ich auch komplett nicht. voll. Ja. Und dann hast du eigentlich ein total easy peasy Leben. Ja, meine Frau fährt 140 Kilometer am Tag. Das Das sind ist halt Strecken, klar. einer, ja, der fährt halt mehr und deswegen auch ein Kona. Weil sie einfach gerade am Anfang trotzdem Reichweitenangst hat. Es ist so, am Anfang ist es Ohne ungewohnt. Frage. Und Du wenn du. schaust die ersten, das weißt du selber, die ersten 3, 4 Wochen schaust du Ja, immer voll auf ja, ja. deine Prozentanzeige. Weil du denkst, komme ich da noch heim? Aber irgendwann Und ist es vorbei, weil du kommst heim. Das du ist hast so. es ja in deinen Videos erwähnt. Für den, der tatsächlich Fockmocker nicht kennt, ich werde das mal hier verlinken, Das ne? nicht. Nee, doch, doch, ich mach das, ich mach das. Ehrlich, hier, da. Aber du musst ja dazu sagen, deine Frau fährt größtenteils Autobahn. Ne? Wie viel waren es jetzt? 140, 160? 140 Kilometer, ja. 140 Kilometer, hauptsächlich Autobahn und die muss sie ja auch im Winter schaffen. Die muss im Winter schaffen, das heißt mit Heizung und Werden unsere Autos abgeschleppt? Nein, aber wir parken jetzt gerade alle in Fahrtrichtung einmal um. Ah, Ach okay. so, wir Das müssen wolltet ihr los. vielleicht auch Gut. einmal machen? Wir müssen los. In diesem Sinne, grüßt die Hühner, habt euch wohl. Vielen Dank, Fokker. Steve, kein Problem. Gern geschehen. Danke für die Einladung. Und ich komme bei dir garantiert nochmal vorbei, wenn ich mal wieder in München unterwegs bin. Das auf jeden Fall und du musst ja auch noch in meinem Video. Das Das machen wir stimmt. dann später noch und das wird Ich komme ins genauso. Fernsehen. In diesem Sinne, wenn euch dieser Blödsinn gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn euch Fokker gefällt, dann werde ich hier seinen Kanal verlinken. Wenn ich euch gefalle, werde ich hier unseren Kanal verlinken. Und abonniert unsere Kanäle. Ansonsten, ne? Tschüss.